Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Dieselfreunde. Hier quasi aus dem Off. Ich sitze gerade jetzt, es ist heute der 14. August, im Büro am ETS-ATS-Rechner und schneide hier am liebsten, weil ich habe diesen gigantischen Monitor hier vor mir hochauflösend und habe den besten Überblick. Und ganz ehrlich, Wondershare, mit dem ich also Filmora, Wondershare, mit dem ich gerne arbeite, ist auf dem Mac ehrlich gesagt eine Katastrophe, was Stabilität angeht. Deswegen gerne, wenn ich zu Hause bin, hier am PC, da funktioniert es auch richtig gut, da habe ich auch noch keine Abstürze gehabt. Ja, und außerdem will ich auch meine Videoschnittleistung auch noch ein bisschen verbessern. Vielleicht im letzten Video habt ihr es hier mit KI-Musik und so weiter schon gemerkt im Sonnenuntergang. Und ich habe es auch kürzer gefasst. Es ist nicht mehr 1,45 oder so lang, sondern es waren, glaube ich, 45 Minuten. So will ich also auch in Zukunft auch versuchen, kürzere Videos zu machen, lieber mehrfach die Woche, denn das führt mich direkt zu Punkt Nummer 1, den ich gerne besprechen würde. In den Kommentaren kam öfters mal der Hinweis, Mensch, die Werbung nervt. Ja. Es wurde unterstrichen mit Zahlen, ich weiß nicht, ob die frei gewählt wurden oder ob das, also die Anzahl der Werbung in dem Video oder ob das jetzt einfach nur so eine Frustzahl war, die verdeutlichen sollte, Mensch, ey, Tom, denk mal ein bisschen nach, die Werbung nervt. Dafür möchte ich mich entschuldigen, aber, jetzt kommt das große Aber. Ne, und ihr wisst, alles, was nach dem Aber kommt, ist S-C-H-E-I-S-S-E. Nein, aber ich muss nun mal mit den YouTube-Bedingungen arbeiten. Und YouTube ist eine Plattform, die verdient Geld durch Werbung. Und dementsprechend werden Videos, die zur Werbung einerseits geeignet sind, das sind meine, keine Schimpfwörter, wenig politische Themen und auch wenig Themen, die es in so einem gewissen Spannungsdreieck dessen wegen, was momentan die Bevölkerung aufregt, sind sie halt werbegeeignet, weil wir machen ja relativ laues Zeug hier. Da müssen wir uns ja nicht drüber unterhalten. Das ist ein bisschen Truck-Life-Alltag und ich nehme euch halt ein bisschen mit bei dem, was ich euch gerne zeigen möchte und wie es mir auch ergeht. Und ja, wir werden auch, und das möchte ich hier auch gerade gleich so ein bisschen mit verarbeiten, auch mal Themen bearbeiten, die vielleicht auch für den einen oder anderen auch mal speziell interessant sind. Also wie zum Beispiel auch mal, was ist alles nötig, um sich selbstständig zu machen? Ich kann dann von der Form reden, die ich gewählt habe, also gleich eine richtige GmbH. Keine Einzelperson oder eine GbR im schlimmsten Falle noch, sondern gleich eine GmbH, saubere Abrechnung und so weiter. Aber das ist ein anderes Thema. Und deswegen, das will ich ganz kurz hier reinwerfen noch, weil wir sind jetzt videotechnisch gerade mal irgendwo Mitte Juli. Das ist, glaube ich, der 18. Juli. Ich nehme das hier gerade auf, es ist der 14. August. Das heißt, wir hinken mit den Videos noch knapp einen Monat hinterher. Wobei ich jetzt nicht jede Woche aufgenommen habe, sondern letzte Woche jetzt zum Beispiel Real Life, jetzt also zum 14. August letzte Woche. Und diese Woche, da habe ich mir mal freigenommen, andere Dinge bearbeitet. Ich bin auch viel bei möglichen Partnern unterwegs gewesen, habe also solche mit Speditionen gesprochen. Ich habe mit größeren Partnern gesprochen und so weiter. Also auch da musst du Zeit investieren. Ich kümmere mich auch gerade um die Homepage, habe da entsprechende Pakete gekauft und ja, Schuster, das jetzt alles so mal zusammen. Anfangs noch relativ einfach, später darf es sich entwickeln, aber das hat noch ein bisschen Zeit. Darüber hinaus laufen auch noch Gespräche, da das geht euch alles auch noch gar nichts an. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber das ist einfach so. Und normalerweise verarbeite ich das auch gar nicht in Videos, aber ich wollte mich jetzt mal wichtig machen. Ne? Nein, aber das werdet ihr irgendwann viel, viel später merken. Und wie gesagt, solche Themen, die kommen dann mal später, weil ich muss jetzt noch ein bisschen biotechnisch hier aufholen. Ich werde wahrscheinlich auch nicht alles zeigen, was ich aufgenommen habe, weil da auch viel Wiederholung dabei ist. Aber ich nehme euch halt mit und für denjenigen, den es interessiert oder diejenigen, die es interessiert, die dürfen sich das dann, schaut es euch an, zieht es euch rein. Habt Spaß damit. Ja, deswegen, meine sind werbegeeignet und ich möchte ganz gerne, dass die empfohlen werden und dass sich mein Kanal entwickelt. Deswegen bin ich im Grunde genommen dazu gezwungen, Werbung zu schalten. Und das nimmt mir bitte nicht übel. Und deswegen werde ich in Zukunft kürzere Videos machen, die lieber öfters mal die Woche zeigen.
Dann sind sie auch nicht so ultra lang, weil ich glaube, eine Stunde 45 ist, ich finde es auch schwierig, A, zu schneiden. Und hochgeladen ist es hier mit der Glasfaserleitung innerhalb von 45 Sekunden. 5 Gigabyte. Ich sitze immer noch mit offenem Mund davor und staune, wie schnell das geht, weil ich, wie gesagt, ich komme von 16 Mbit ursprünglich mal. Ihr kennt die Anfänge noch. Und jetzt, oben ist es. Ja. Jetzt labere ich schon wieder ewig rum und bringe einen Haufen Seiteninformationen. Das heißt, ich möchte gerne Werbung schalten. Wir machen das in Zukunft so, dass das Video kürzer ist und dass es nicht ganz so belastend ist. Und ich hoffe, dass wir alle damit leben können. Das Zweite ist, wir fangen jetzt hier mit dem Standbild an. Und ich möchte ganz gerne mal nicht um Verständnis werben, dass ich in der Live-Aufnahme doch noch einige Fehler mache, wie zum Beispiel jetzt gleich auch, was ihr merken werdet. Es ist einfach so. Ich habe diese kleine Osmo Action 3 und die Kamera schaltest du ein mit Knopf A und mit Knopf A schaltest du auch zum Beispiel in Menüs bestimmte Punkte um. Und du kommst da, wenn du die hältst, auch mal, den musst du schon drücken richtig, aber du kommst halt auch mal drauf. Und zum Beispiel hier ist das auch passiert. Ich bin da drauf gekommen und diesen Knopf schaltest du halt zum Beispiel auch, kannst du ganz schnell zwischen Foto- und Videoaufnahme umschalten. Und das ist mir hier auch öfters noch passiert. Und so sehen wir ein Standbild. Ich habe also hier eigentlich versucht, ein Video aufzunehmen. Also stand dort, habe auf die Tür gezeigt. Dann habe ich oben den Aufnahmeknopf gedrückt, bin aber vorher irgendwie auf diesen anderen Knopf A gekommen und habe dann quasi Fotoaufnahme umgeschalten, dachte, das Ding nimmt die ganze Zeit auf, habe mich also nicht ausreichend vergewissert auf dem Display. Nimmst du jetzt wirklich auf oder hast du ein Foto gemacht? Ja, ich habe einfach angefangen, meine Morgenroutine ein bisschen zu zeigen. Und auch dieses Guten Morgen, wo bin ich, was mache ich und so weiter. Ne? Also quasi dieser Einstieg. Das ist alles jetzt nicht drin in dem Video. Dafür haben wir dieses wunderbare Standbild. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen, aber so schwer ist das ja nun auch nicht. Und sowas passiert öfters mal. Deswegen fehlen bei manchen Videos auch Teile. Weil ich nehme öfters mal, drücke ich dann den Aufnahmeknopf und beende kurz eine Aufnahme und drücke dann lieber wieder starte eine neue, bevor jetzt irgendwas passiert und eine komplette Aufnahme verloren geht, weil der Akku down ist oder was weiß ich. Wobei, da kann ich die Osmo Action 3, die ich habe, sehr empfehlen, weniger empfehlen. Und das ist mein drittes Problem, was ich gerne mit euch jetzt ganz kurz besprechen würde, ist die Mikrofonqualität. Warum, oder der Punkt, warum habe ich die Kamera so oft in der Hand und halte sie frei halten quasi neben meinem Kopf oder irgendwo im Raum? Der Punkt ist, ich habe so noch die beste Soundqualität, denn ich kann mich auf diese DJI-Mikrofons, diese schnurlosen mit der Funkstrecke, ich habe noch die Generation 1, nicht verlassen. Die Mikrofone selber, das sind diese kleinen Clipsteilchen oder mit Magnet, funktionieren 1A. Dieses Empfangsteil ist die Hölle. Das ist ja alles von DJI super gedacht. Und deswegen habe ich sie auch gekauft. Aber dieses Empfangsteil, das hitzt sich, das steckst du quasi per USB-C dann in die Kamera seitlich ein. Und dann kannst du die jetzt auch, zum Beispiel mit so einem Magic Arm habe ich jetzt, das ist alles da in den Videos noch nicht drin, das kommt erst viel später in irgendwelchen Teilen. Da habe ich dann den Magic Arm und dann kriege ich die Kamera fast bis neben meinen Kopf und dann habt ihr halt auch so die Fahrerperspektive. Aber wie gesagt, das kommt erst in späteren Videos. Ja, und dann kann ich halt schön mit dem Mikrofon in toller Soundqualität mit euch sprechen. Und das Sound gehört zum Video mit dazu. So, jetzt steigt dieses Ding aber, ohne dass ich es merke, immer wieder viel zu schnell aus. Zwischen 5 Minuten, 10 Minuten, länger als 10 Minuten hält es nicht durch, weil sich das so hoch erhitzt, dass dann der Akku kocht von diesem kleinen Empfangsteil. Dann schaltet es sich aus, wahrscheinlich aus Temperaturgründen, beziehungsweise auch, weil der Akku entsprechend runtergegangen ist. Ich krieg's nicht mit, laber mir schön einen ab. Und später erst, viel, viel später, merke ich, na, schon wieder der Sound total im, ne, im Popöchen. Und das ist frustrierend. Und da überlege ich jetzt gerade, was mache ich? Kaufe ich ein Rode oder was weiß ich? Vielleicht mal von euch, die Erfahrung halt mit solchen Mikros haben,
Was könnt ihr empfehlen? Ist das DJI Mic 2? Es gibt ja die Generation 2 deutlich besser. Soll ich auf Rode gehen oder was weiß ich? Ist natürlich auch alles ein Kostenpunkt, weil du kannst da Geld versenken ohne Ende. Und auch in der kleinen Kamera mit dem Mikrofon und ein bisschen Beikram, da stecken auch schon wieder, man glaubt es nicht, fast 1000 Euro drin. Ne? Und bei mir muss ich so eine Firma jetzt selber finanzieren. Also die Transart GmbH steht komplett finanziell auf eigenen Beinen. Ich habe da am Anfang aus meinem privaten Geld eine sechsstellige Summe reingesteckt. Und aber jetzt reicht's auch, jetzt ist genug, das muss alles selber laufen. Und dementsprechend auch das Equipment gehört dann zur Firma und auch das muss ich selber finanzieren. Ja, und das möchte ich einfach von euch so ein bisschen berücksichtigt wissen. Jetzt haben wir schon wieder 10 Minuten gelabert. Ich nehme das auch zum zweiten Mal jetzt auf, weil ich dachte, Mensch, das könntest du kürzer fassen. Ich sehe aber, der Balken ist quasi genauso lang jetzt. Wie gesagt, lasst uns einsteigen ins Video. Wenn mir noch was einfällt, dann ballere ich das nochmal zum späteren Zeitpunkt rein. Viel Spaß euch. Wir sehen uns. So, einen Filz habe ich rausgeholt. Ich habe gerade den Lichttest abgeschlossen, läuft zwar noch weiter, aber alles in Ordnung. Spiegel ist auch eingepackt in Filz. Ist also eine sehr professionelle Lösung, aber funktioniert. Ihr seht, die Liftachse ist jetzt auch schon oben. Reifen abgeklopft, alles gut. Bei so einem Klopfhammer, den muss ich mir noch mal ein bisschen griffbereiter legen. So. Das ist der große ADR-Koffer, da ist alles drin. Ich habe noch einen kleinen für die schnellen Sachen. Die Leiter da hinten, die ist jetzt auch raus. Und hier haben wir noch diese Wasserkanister. Der ist voll, mit dem habe ich hinten den anderen. Ne, der ist voll, mit dem habe ich hinten den anderen befüllt. Ist alles mögliche an Werkzeug noch mal drin. Ja, den Keil, den muss ich nochmal besser verstauen. Ich habe 4 Keile dabei. An der Zugmaschine einen, am Trailer links und rechts jeweils einen, also 2. Und dann nochmal diesen dritten Keil. Den kann ich auch mal sauber machen vorher. Der Keil sieht aber noch besser aus als der hier. Der funktioniert zwar noch, aber der verliert halt immer mehr an Integrität hier durch diesen Ausriss. Das war auch von Anfang an schon so. Ich werde wahrscheinlich den mal putzen und dann ersetzen. Und was wir hier haben, das ist hier zum Aufkurbeln von Spanngurten. Ja, ansonsten ist alles prima, alles taco. Ich zeige euch nochmal natürlich die Verbindung Druckluft und Elektrik zum Trailer. Das habt ihr hier nochmal. Ich überlege, ob ich da so eine Hoses drüber ziehe. Aber eigentlich bei mir, die verheddern sich nicht, braucht man es nicht. Ja. Ja. Okay, so. Bei mir gibt es noch mal ein bisschen Wasser in der Haare. Dann zumachen. So, dann kann es losgehen. Zack. Guck ich mal. Hier ist schon ganz gut. Ja. Ich werde nochmal Lappen nass machen, die Stelle hier ein bisschen sauber machen, dass das besser haftet. Und dann haben wir es. So, perfekt. Hoppala. Jetzt den Verschluss öffnen. Ja. Da vorne ist eine Tankstelle. Kann sein, dass das eine kurze Fahrt wird. So, Kaffee ist auch wichtig. Klammer richtig festmachen. Das ist so eine Suction Cap. Und genau dafür, die ist nämlich hinten immer oben
an der TV-Klappe. Also ich habe ja das Home Sweet Home Paket und dann kannst du die TV-Klappe so runterklappen und dann ist hier vorne so ein uralter TV, den nutze ich nicht. Die ist oben und da unten drunter, da kommt immer dieses Suction Cap dran, also Saugnapffuß und dann die Kamera unten drunter. Und dafür habe ich so eine längere Klammer besorgt. Das sollte wunderbar funktionieren, das ist fest. Ja, sollte gehen. Dann los. Wir nehmen auf, wunderbar. Ich denke, das war sehr, sehr eindrucksvoll. Und wisst ihr was? Ich schleppe euch mal mit hier weiter nach vorne. Dann machen wir euch mal hier so dran gleich. Mach das noch sauber. Dann gucke ich mal in die Tankstelle. Der sieht schon wieder aus, ne? Ich wette, wenn ich jetzt putzen fahre, dann haben wir das Problem. Na, dann haben wir es. Haben wir das Problem. Das ist gleich regnet. So, das ist sauber, das machen wir gleich. Ich pushe jetzt noch mal zur Tankstelle. So. Das ist super mit dem Wasser. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass ich den Lappen einfach nass machen kann. Das ist so eine super Sache. Allerdings mal gucken, da hinten ist jetzt Wasser. Da. Das ist aber nicht von mir. Das war vorher, glaube ich, schon da. Ne? Ja, ich mache schnell, weil ich will jetzt auch da keine Einfahrt zustellen. Sorry, das ist nicht mit Absicht. Das ist der Monk.
Gott, mit so einem LKW, wie der Andreas Schubert hat, könnte ich überhaupt nicht umgehen. Also ich werde nur am Putzen. Na gut, bis gleich. So, manchmal verstellt sich die Kamera. Ich hoffe, das hat geklappt hier mit dem Trailer, dass er aufgenommen hat, aber ich glaube schon. So, dann mache ich euch mal hier dran. Mit der Suction Cap. Ja, Baller und Roma. Verriegelt. So, hoffe ich mal, dass das hier auch Hallen tut. Entschuldigt, dieses Deutsche ist immer, wenn ich so ein bisschen übermütig bin. So. Ja. Kaffee gab es natürlich nicht und hinten der feuchte Fleck, das war tatsächlich das war Kondensationsfeuchte, die sich angesammelt hatte auf dem Dach und das ist schon eine ganze Menge mit der Fläche. Siehst du jetzt auch auf der Plane links, rechts, was auch immer geschwappelt ist. Dann viele schöne Eindrücke jetzt von diesen Actionaufnahmen. Damit geht es jetzt quasi gleich auf die Autobahn.
so schon vorgestellt, in die Morgensonne reinzufahren. Die steht aber noch so tief, dass da oben ist auch noch offen, dass es schön blendet. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt wird. Aber es wird schön. Man kann doch an allem immer irgendwas zu kritteln finden. Hier habe ich immer ein Déjà-vu. A2 fahren Richtung Osten. Heute auch noch Richtung Berlin. Das hatte immer was. Auch mit dem Beginn des Kanals damals, weiß ich noch. Da ging es erstmal runter nach Lyon und dann ging es irgendwann rüber A2 Richtung Osten, genau. Ja. Und da fahren wir jetzt heute auch lang. Ehemalige Grenzstation hier. Ja, auch wenn du dein Durchschnittstempo hier auf der Autobahn fährst, ich fahre ja schon 87, gut, da werden wieder einige sagen, warum fährst du nicht 90, ja, weil ich 87 fahre und weil ich den Sprit auch selber bezahle, Leute, und weil ich nachher alleine bei der Balm da stehe und mich verantworten muss, und 87 ist, glaube ich, schon hart an der Toleranzgrenze, 90 bist du einfach zu schnell. Wenn du den zu diesem Sicherheitsabstand hältst, ne? So, jetzt haben wir hier 52 Meter. Das ist natürlich für viele Kollegen dann eine Einladung, dich zu überholen. Sie fahren dann selber nicht schneller als du, aber ziehen nochmal vorbei, jetzt nicht in der Baustelle, setzen sich da rein. Und dann musst du wieder nach hinten den Sicherheitsabstand aufbauen. Das ist, weiß ich nicht, vielen überhaupt nicht klar. 50 Meter, Leute, sollte der Abstand zwischen zwei LKWs sein. 50 Meter, das ist ja wohl nicht so schwer zu verstehen. Und aber das ist irgendwo auf der Autobahn für viele, auch für deutsche Kollegen, zumindest deutsche LKWs, und wo die LKWs auch danach aussehen, dass da ein Deutscher drinne hockt, schwer zu verstehen, dass man doch bitte diesen Sicherheitsabstand einfach mal lässt. Weil du brauchst ihn auch für deine Bremsreaktion. Da können wir ja alle noch die Formel mit 3,6. Also, es kann da nicht so schwer sein. Oh, hier, die Spiegel werden ja mal flank. Man möchte auch mal mit in die Spiegel gucken. Na gut. Das ist ein schöner Blick. Jetzt kommen wir runter auf Magdeburg. Das ist gerade ein wunderschöner Blick hier in diese Ebene hinein. Magdeburger Börde. Auch schön den müsste der Dom sein, ne? Magdeburger Dom, da drüben, der Doppelspitze. Wer da noch nicht war, ruhig mal hinfahren, da ist auch in der Nähe das 100 Wasserhaus, das ist ein Hotel. Und kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, auch den Dom vor allen Dingen. Das ist schön hier. Wirklich schön. Ich mag diese Gegend. Sachsen-Anhalt, Meck-Pomm, Brandenburg. So, jetzt schnurzeln wir hier mal nach rechts. Nein. Ah, ihr wollt ja immer einen Spiegel. Ich muss mir das Ding eigentlich direkt vor den Mund halten. Richtung Salzwedel. Schon mal hier den Roman rausnehmen. Und
drauf reinlassen. Ist ja noch eine ganze Weile fahren, aber man macht sich ja so seine Gedanken, ist, wenn jetzt dieser neue, nennt man den Konzernmotor, ich hätte fast Einheitsmotor gesagt, wie früher in der DDR, da gab es ja auch diesen Einheitsmotor, diesen Vierzylinder aus den 70er Jahren, der war ja genial. Und wenn dieser Konzernmotor kommt, der für MAN und Scania da sein soll, in der 13-Liter-Klasse, Traton heißt der, glaube ich, da müsst ihr nochmal nachschluchern. Wird dann wohl auf dem Scania-Motor basieren, schätze ich mal. Und es den so in dieser 13-Liter-Klasse bis 560 vielleicht auch noch mehr PS gibt, das wird, denke ich, sehr, sehr interessant werden. Und aber ich auch den neuen MAN, ich finde den auch sehr schön. Und ich höre eigentlich überwiegend auch gerade über den Antriebsstrang, jetzt gerade über die 520er Motoren mit dem 12-Gang-Getriebe, hatte ich mich letztens mal mit einem Fahrer beim Laden unterhalten. Finde ich sehr interessant. Also der hat sehr positiv darüber berichtet. Er sagt, er hätte auch die Wahl zwischen einem anderen hochwertigen Auto und also hochwertigen deutschen Auto, könnt ihr euch vielleicht ausmalen welchen, und dem neuen TG3 gehabt, dem 520er, und hat sich halt für den 520er entschieden. Der war auch schön zurechtgemacht, das Auto, das war von Meier und Sohn, von denen noch der Auflieger, deswegen hatte ich noch angesprochen, ich sage, du, ich ziehe so einen gebrauchten Auflieger von euch, den hatte ich mir gekauft, und darüber sind wir ins Gespräch gekommen. Und die haben auch schöne, also die haben wirklich immer schöne LKWs am Laufen hier, diese Spedition. Und der war sehr zufrieden damit. Ich finde es so ein bisschen schade, dass es von MAN nicht so was wie so ein Solostar-Konzept gibt. Ja, es gibt dieses Individual, aber das Solostar, das verschafft dir einfach in der Hütte nochmal mehr Platz, indem der Sitz da zurückgenommen ist. Du diese kleine Leseliege im Grunde genommen dort hast zum Runterklappen und oben das richtige Bett. Ich finde, also für meine Zwecke, ich finde das für mich bei Mercedes das Konzept total gelungen. Ich finde es super. Wäre für mich erste Wahl und wäre für mich auch ein ausschlaggebender Punkt, mir ein Auto auszusuchen. Wenn du jetzt so Tagestouren machst, das ist relativ Wumpe, denke ich, weil du hockst ja eh meistens links und wenn du dann mal Pause machst, steigst du aus und abends stellst du das Auto wieder ab. Aber wenn du halt viel drin schläfst und viel Zeit da drin verbringst und gerade im Winter, ne, da bist du ja noch mehr drin. Also im Sommer bin ich eher viel draußen, aber im Winter bist du ja mehr drin. Da muss mir dann noch irgendwas einfallen lassen, dass ich hier Wasser drin habe. Ich denke, da wird dann unten rechts in den Beifahrerraum auch ein Kanister wandern. Aber da kannst du eigentlich nicht Platz genug haben. Und da hast du eigentlich immer nur das bisschen hier, die, weiß ich nicht, das sind dann nicht mal ein Quadratmeter, zwischen Fahrer und Beifahrersitz, vorderer Konsole und Bett. Da kannst du dich einmal drehen. Und im Mercedes, im Solostar, da kannst du direkt mal einen Schritt gehen. Also das macht aber schon einen großen, vom Raumgefühl, einen richtig großen Unterschied. Ne? Das, ja. Also so gerade so ein paar Gedanken, die mich da noch nicht rumtreiben, aber durch den Kopf gehen. Und an dieser Stelle möchte ich dann dieses Video beenden. Denkt an, Däumchen werden Träumchen, Abo tut nicht weh, hilft mir weiter und wir sehen uns dann im nächsten Video und da geht es dann tatsächlich auf die kleine, realistische Tour Mare Baltikum. Das heißt, wir fahren hoch zur Ostsee, erst über Berlin, sind ein paar Szenen in Berlin dann mit dabei, dann nach Ahrens
Eisfelde war es, glaube ich, nordöstlich von Berlin und dann geht's hoch nach Stralsund und letzten Endes dann noch in Rostock eine lange Pause, beziehungsweise 9-Stunden-Pause habe ich dort verbracht. Da kommen auch schöne Szenen mit einem Fahrrad dazu. Werden mehrere Teile werden, wir werden sehen, wie lange es wird. Bis dahin, euer Tom. Ciao.